Your body now feels separate from yourself. You are now your own energy. The life force behind that body. Hallo Fotofreunde. Der ein oder andere hat hoffentlich schon sehnsüchtig auf dieses Video gewartet. Ja, voller Stolz kann ich jetzt berichten, dass das Warten ein Ende hat und für mich auch die Arbeit ein Ende hat. Hiermit ist es amtlich, ab heute, in diesem Moment, wo ihr dieses Video seht, könnt ihr das Moped 2 The Masked Trash Art vorbestellen. Wie das genau vonstatten geht, erzähle ich euch gleich. Vielleicht ein paar Worte über die Entstehung von dem Moped 2 The Masked Trash Art. Ich habe das Projekt 2020, ich glaube im August, angefangen zu fotografieren. In 2021 habe ich daran nicht so viel gemacht und in 2022 habe ich wieder mehr Gas gegeben. Um mal so ein bisschen Statistik zu betreiben, kann ich euch erzählen, dass an diesem Projekt 18 verschiedene Models mitgewirkt haben. Ich habe 5 verschiedene Kameras im Einsatz gehabt und 10 verschiedene Objektive. Diese ganzen Infos gibt es aber auch in dem Moped 2. In die engere Auswahl kamen, glaube ich, 227 Bilder. Und ich muss gestehen, ich weiß gar nicht final, wie viele Bilder es jetzt reingeschafft haben. Ich würde mal sagen, so zwischen 70 und 80. Ich wollte mir auch aufschreiben, wie viele Stunden ich an der Bildbearbeitung, am Layout, am Korrekturlesen, ja, ich sag mal eine Woche wird das ungefähr gedauert haben. Und auch so ein paar schlaflose Nächte, weil es mussten Entscheidungen getroffen werden und ich musste halt auch Bilder rausschmeißen. So, bevor ich jetzt aber noch weiter mit harten Fakten oder Statistiken euch langweile, zeige ich euch das Moped zweimal. Moment. Das hat doch wieder einer irgendwo an eine falsche Stelle gelegt. Entschuldigung, ich brauche das mal eben. Ja, welche Überraschung. Da hat schon jemand das Moped gelesen. So, und wer das Moped 1 kennt, dem wird jetzt eins auffallen. Richtig, das Format hat sich geändert. Auch da habe ich lange hin und her überlegt. Das Moped ist jetzt querformatig geworden, weil ich halt Querformatfotograf bin und wollte halt hier den Schwerpunkt auf die gemachten Bilder setzen. Und da ich nun mal viel Querformat fotografiere, bietet sich es halt an, auch querformatig das zu layouten. 52 Seiten, das hat wieder was mit der Dicke zu tun. Ich habe auch anderes Papier genommen, aber da will ich nicht so viel verraten. Es ist halt sehr, sehr gegensätzlich zu dem Papier von dem ersten Moped. Und eine kleine Sache. Ja, ich versuche mal hier so ein bisschen, ohne viel zu verraten, durchzublättern. Also ihr seht, da ist einiges drin. Und was ich halt sehr, sehr schön finde, die Schrift ist erhaben. Also man kann, ja, man fühlt die Schrift auf Weiß. Das finde ich persönlich auch eine sehr, sehr schöne Sache. Ich habe ein bisschen was zu den Sets geschrieben, ich habe ein bisschen was zur Lichtsetzung geschrieben, wenn es denn eine Lichtsetzung gab, womit das gesetzt wurde. Ich habe euch mal die Kameras und die Objektive reingeschrieben und habe ich gehört, Exif sind immer ganz gerne genommen. Das heißt, ich habe euch auch für jedes Foto dazu geschrieben, mit welcher Brennweite und mit welchen Einstellungen es gemacht wurde. Jetzt kommen wir mal zu den harten Fakten. Das habe ich im Teaser-Video schon gesagt, als ich mir entschieden habe, das Moped 2 zu machen. Ich kann den Preis von 12 Euro vom ersten hiermit nicht halten, weil hier ist mehr drin und hier ist anderes drin. Also sprich, es ist, ja, ich will nicht sagen, fast doppelt so groß. Also ihr kriegt auch mehr Print für das Geld. Und ich sag mal, mittelalte Männer auf kleinen Fotos, auf kleinen pixeligen Fotos mit Harleys in den USA, das ist billig. Schöne Frauen mit schönen Körpern, wo man halt auch ein bisschen nackte Haut sieht, muss halt auch teurer sein. Es ist ja eine Vorbestellungsgeschichte und anhand der Größe der Vorbestellung, wie viel Vorbestellung ich hierfür kriegen werde, ja, wird sich der finale Preis festlegen. Das heißt, ihr müsst rechnen mit zwischen 18 und 20 Euro zuzüglich, das ist die gute Nachricht, Versand wird trotzdem nur 1,60 Euro kosten. Mit diesem Maß schöpfe ich ja das, was für 1,60 Euro verschickbar ist, aus. Was müsst ihr jetzt tun, um dabei zu sein beim Moped 2? Das ist relativ einfach. Ab heute könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@lichtbildidealisten.de und verbindlich euer Moped 2 vorbestellen. Wenn
die Vorbestellungszeit rum ist, das werde ich in die Shownotes schreiben, wie lange das geht, da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich es 2 oder 3 Wochen mache, kann ich für mich planen, wie groß die Auflage wird. In dem Moment, wo die Auflage fertig ist, werde ich dann auch erst die Rechnungen schreiben und euch das Ganze zukommen lassen. Also bitte nicht wundern, ihr werdet nicht sofort einen Rechnungseingang verzeichnen, wenn ihr vorbestellt habt. Ganz wichtig bei der Bestellung natürlich auch wie immer eure Rechnungsanschrift reinschreiben und wie viele Mopeds ihr haben wollt, damit ich die euch dann, wenn sie dann gedruckt sind, auch zukommen lassen kann. Ich freue mich ein bisschen, ihr habt gesehen, untypisch für mich, vor Freude, ne, habe ich ein Hemdchen angezogen. Künstler tragen ja sowas auch schon mal, habe ich gehört. Falls noch irgendwelche Fragen sind, bitte gerne in die Kommentare. Ansonsten bitte bestellt zahlreich, weil ich muss gestehen, hier ist, ich würde fast noch sagen, mehr Herzblut drin als in dem ersten Moped. Liegt einfach daran, ja, weil ich hier viel bewusster fotografiert habe über 2 Jahre. Und ich kann euch sagen, ich bin immer noch sehr beseelt von diesem Thema. Also es kann sehr, sehr gut sein, dass irgendwann mit derselben Thematik es noch ein weiteres Moped geben wird. Ja, tschüss, ne? Thank you.